unsere Herausforderer, die Luftpiraten. Das sind die fünf Flugbegleiter Chris Acevedo, Rudi Weitz, Roberto Acevedo, Roland Ruster und Dieter Hoppe. Und hier kommen die Champions, das Weiber von Sinnen-Team mit Martina Menningen, Redakteurin, Heller von Sinnen, Showmasterin, Marie Reiners, Autorin, Cornelia Scheel, Hausfrau und Gerda Schmidt, Journalist. Sie alle sind heute zu Gast bei Ruckzuck. Und hier ist der Mann der beiden Teams, die Daumen drückt. Hier ist Werner. Hallo, herzlich willkommen. Hoi. Ja, ist so schön, viermal werden wir noch wach, heißt dann ist Weihnachtstag, für mich ist es heute schon. Ich habe ein Foto geschickt bekommen, die erste deutsche Fußballmannschaft, die mit einem Ruckzuck-Trikot Fußball spielt. Ich so quasi als Sponsor, Ruckzuck BSV Rooksel. Ja, das ist bei Münze, das wollte ich sagen. Ruckzuck stehen sie ungefähr an drittletzter Stelle, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist, aber egal. Bei uns kann man nicht an letzter oder an vorletzter Stelle, bei uns kann man nur gewinnen. Fans, manchmal kann man auch lachen, hoffentlich heute viel, manchmal geht es auch alles so unheimlich schnell. Wichtig ist, dass man Kohle gewinnen kann, ne? 4.800 Mark, wenn man einmal ins Finale kommt und wenn man das sechsmal schaffen sollte. Wir haben es ja gerade gezeigt, es ist möglich, kann man wirklich schlappe 100.000 Mark gewinnen. Und es spielen heute zum zweiten Mal dabei unsere Männer als Herausforderer. Aha. Und zum zweiten Mal dabei unsere Damen als Champions. 700 Mark, naja. Naja, ihr übt noch. Mal eine Pizza von heute Abend, ne? Eine Pizza gibt's da. Aha, wir werden gleich noch ein bisschen Kölsch reden. Mit euch muss ein bisschen Hessisch reden, ne? Ein klein wenig. Er ist noch so schüchtern. Nö, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich überhaupt nicht. So wie um der Alles Piraten. In Ordnung darunter? Ja, und die, ja. Beute, und die Beute, die eben uns entronnen ist, die holen wir uns wieder. Aha, er hat schon sein Sprüchlein auswendig gesagt. Stell euch erst mal vor. Ich bin der Chris. Ob Cognac, Whisky oder Wein, die besten Cocktails schenke ich ein. Ich bin der Rudi und kommt eine tolle Frau herein, sie wird verwöhnt von mir allein. Ich bin der Roberto und oftmals ziemlich heiser, denn ich bin der Platzanweiser. Ich bin der Roland und wird ein Passagier mal schlecht, halt ich den Beutel ihm zurecht, ich toller Hecht. Ich bin der Dieter, was soll ich sagen? Ich schieb ja nur den Abfallwagen. Also auch das gibt's an Bord der Condor. Sag mal, gab es denn mal so ein Erlebnis, wo du heute noch sagen würdest, das muss ich dem Werner erzählen, da lacht man sich tot? Naja, tot, zum Totlachen sind einige Situationen nicht gerade, aber eine lustige tragt sich zu in New York. Passagier kommt an Bord und wir bauen wieder am Eingang Zeitungswagen auf. Ja. Kannst du ruhig lauter reden, dann ja. Ich noch besser. Ja. Bauen wir einen Zeitungswagen auf. Ja. Der Passagier kommt da rein, nimmt sich eine amerikanische Zeitung, nimmt sich eine deutsche, schaut aufs Datum und sagt, ey, die ist ja von gestern. Und dann sagt der Kollege, ja, wenn Sie die von heute wollen, müssen Sie morgen mit uns fliegen. Das ist die Condor, ganz, ganz schnell. Ah, ein Lacher. Pass auf. Alles, was ihr machen soll, ich sag's trotzdem nochmal, außer will den Begriff beschreiben, bis der Nächste ist, redet der Nächste, bis ihr halt irgendwann ganz durch seid. Klar, soweit so gut. Aber wenn der Beschreibende, nur der, ne, der Beschreibende ein wichtiges Wort wiederholt, greift mein Freund Herr Oberschiedsrichter ein. Oberschiedsrichter, sag ich mal zu ihm. Also, wenn das passiert, ne, okay, alles klar. Wichtig ist, dass wir dann die Punkte anhalten. Keine Gesten, keine Geräusche, keine Beschreibung auf Fremdsprache und Dialekt. Kopfhörer auf, komm, Chris. Bist du an Bord auch nicht so schüchtern? Guck, wir verwechseln schon die Reihenfolge da, alles in Ordnung. Mir ist mal einer passiert, da war ich mit zwei Neffen da und die waren sehr laut und hat er gesagt, noch ein Wort, ich schicke deine Kinder draußen zum Spielen. In der Luft. Passiert. Es war eine andere Fluggesellschaft. Aber wilde Neffen musst du ja dann. Ja, sowieso. Welchen Begriff nimmst du? Den. Er nimmt den Begriff Spanien, ihr gleich den anderen. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Okay. Barcelona ist in? Spanien. Ja. Ein Punkt. Stierkampf in? Spanien. Ja. Zwei Punkte. Mallorca ist in? Spanien. Ja. Drei Punkte. Utragueño. Wo? Fußballspieler. In? Argentinien. Wo? Argentinien. Fußball. Buenos Aires. Nein, wo? Italien, Spanien. Ja. Spanien, der Letzte hat keinen Lauf. Losklappern, wie er will. Vier Punkte, erste Runde für die Herausforderer. Martina, das gehört dazu. Wir haben immer so feste Regeln. Dass ich, auch wenn ich das schon über 1.000 Mal gemacht habe, macht nichts. Gehört dazu. Und außerdem wollen wir euch auch jetzt so in Großaufnahme alle kennenlernen. Ne? Deine Kamera. Ich heiße Martina und grüße unseren super Regisseur von Weiber von Sinnen, Dennis Satin. Hallo, Dennis.
Ich heiße Hella und ich grüße unsere Superproduzentin Gisela Marx. Hallo Gisela. Ich heiße Marie und ich grüße unseren Supercoach Gerlis, IHDW. Ich heiße Cornelia und ich grüße unsere Super Barbara. Hallo Omi. Und ich heiße Gerda und ich grüße Thomas Wissmann, den Super Damenausstatter. Wobei du ja gar nichts damit zu tun hast eigentlich. Ich habe ihn vor der Sendung, habe ich ihn beobachtet. Kann man mal die Kamera aufziehen? Einmal mal einen Test. Er hat so schwer, er hat schon Blasen. Er hat mir gesagt, warum habe ich das überhaupt mitgemacht? Er kann kaum laufen mit den Dingern hier. Es geht. Sieht es aber geht süß aus. Jetzt geht's aber. Ach, Gerda, Mensch, das sieht ja toll aus. Wir haben mühsam angeschnallt. Habt ihr mühsam angeschnallt? Angeschnallt. Darf der mit euch in eine Garderobe? Nein, wir besuchen ihn alle, um ihn zu stylen. Eben. Ach so. Mhm. Sag mal, seid ihr ein verrückter Haufen, wenn ihr alle so. Ihr seid fast alles nur Weiber, darf ich ja jetzt sagen. Alles nur Frauen. Seid ihr auch so ein verrückter Haufen, wie ihr hier seid? Wird auch viel gelacht oder auch gestritten und so? Wird gestritten, viel gelacht. Wir üben alles, immer zwischendurch. Und Quotenregelung gibt es ja manchmal für Frauen. In der Politik gibt es bei euch eine Quotenregelung für Männer? Also auch wenn es mal einen guten Mann gibt, der mitarbeiten kann, nehmen wir auch, wie eben gerne. Auch wenn es mal einen guten Mann gibt. Also gibt es nicht so wenige. Viele. Man muss eben suchen, ne? Man muss es suchen. Ja, doch. Ich möchte mal bei mancher Redaktionssitzung Mäuschen spielen. Pass auf, Tipp von mir, möglichst einfach Hinweise am Anfang. Keine Gesten, keine Geräusche. Keine Beschreibung nach Fremdsprache und Dialekt. Und auch für euch gilt, ne? Wenn der Beschreibende, nur der, ein wichtiges Wort wiederholt, müssen wir stoppen. Kopfhörer auf. Ha, mach jetzt ein bisschen Tempo, können wir nicht länger quatschen. Ein Begriff bleibt übrig. So, Kopfhörer richtig auf. Jawohl. Und dieser Begriff heißt Minister. 40 Sekunden Zeit, ruck, zuck. Politiker. Strauß, Kohl. Nein, kein bestimmter Name, sondern Minister. Bezeichnung. Sitzen im Bundestag. Ja, aber es ist der Politiker gesucht. Abgeordneter. Nein, noch was anderes. Umwelt, Punkt, Punkt, Punkt. Minister. Richtig. Habe ich das nicht eben schon gesagt? Ja, aber wenn sie nicht Ja sagt, ein Punkt, ja. Töpfer ist ein Minister. Das, ja, genau. Ja, ja, zwei Punkte. Schwarz-Schilling ist der Post, Punkt, Punkt. Minister. Ja. Ja, drei Punkte. Mein Daddy war außen, Punkt, Punkt. Minister. Jawoll. Eins, zwei, drei, vier Punkte dazu. So, es geht doch noch mit Tempo. Vier Punkte, die Champions, vier die Herausforderer. Sehen uns gleich wieder, zweite Runde. Mann, hat man so ein Loch? Da bin ich schon wieder. Vier Punkte, die Champions, vier die Herausforderer. Hier mache ich weiter, schau mal, Tina. Hallo, Hella. Ja, Hella, komm zu mir. Wir fangen an, wie schön. Ja, wollen wir jetzt mal nicht über Weiber-Magazin reden, auch nicht über Weiber. Du kannst immer so schön lachen. Kommt das so aus dem Herzen? Oder ist aus dem Bauch. Es kommt aus dem Bauch. Ich habe schon so viele. Ich habe hier einen ziemlich großen Bauch. Können wir mal sehen? Können wir mal sehen? Lachen. Zeig doch mal. Oh. Mein Bauch ist mein bester Freund. Ich gebe ihm jeden Tag zu essen und zu trinken. Sehr gut. Worüber kannst du spontan lachen? Über doofe Moderatorenfragen, klar. Aber ich liebe zum Beispiel Golden Girls, Dame Edna, Muppet Show. Das trifft mein Komikzentrum. Dame Edna, Golden Girls hat manchmal Schwierigkeiten, Muppet auch. Aber Dame Edna ist etwas, was es im Fernsehen gar nicht gibt eigentlich. Im deutschen Fernsehen. Ja. Ist so toll. Ne? Ja, ist wundervoll. Finde ich auch. Also so ein Kultstar, eigentlich ein gebürtiger Australier, ein Mann, der eine Frau spielt. Ach, der spielt Dame Edna einfach. Kann man gar nicht nachmachen. Dame Edna ist Dame Edna. Kopfhörer auf. Aber das sollte man, ich habe es im österreichischen Fernsehen häufiger gesehen. Und es ist einfach toll. Ich liege da auch am Boden von Lachen. Aber das wäre auch so etwas, was du kannst. Call me old-fashioned. Jawoll. So, welchen Begriff nimmst du? Ohne Gesten und Geräusche. Sie nimmt den Begriff Schwimmen. Ihr gleich den anderen. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Ich kann gut essen, trinken, auch, aber Sport. Schwimmen. So. Ja, ein Punkt. Fisch muss Punkt, Punkt. Schwimmen, ja. Zwei Punkte. Wenn ich kraule, tue ich... Schwimmen. Richtig. Schön laut, Gerd. Drei Punkte. Wenn ich irgendwann einmal ganz unsicher bin, dann Punkt, Punkt, ich. Dann, anderes Wort. Punkt, Punkt, ich. Dann ich springe ich vom Startblock und dann Punkt, Punkt, ich. Tauche ich? Nein. Gehe ich unter? Nein. Ich springe vom Startblock und versuche eine Bahn zu Punkt, Punkt. Brechen. Tauchen. Schwimmen sucht man. So was Einfaches. Nee, tauchen suchen wir ja nicht. Schwimmen, so was Einfaches. Eins, zwei, drei Punkte dazu, sieben Punkte. Ciao, Chris. Die Girls machen es nicht leicht. Die machen es euch nicht leicht. Sag jetzt gar nicht dran. Auch wenn es Damen sind, sprich mit Herren.
So. Ein Herrenmagazin gibt es ja auch, aber da finde ich immer so blöd, dass die Herrenmagazine im Fernsehen immer nur was mit heißen Autos, viel Kohle und mit nackten Weibern zu tun haben. Eigentlich irgendwie ist das ein bisschen einfach, ne? Naja, den meisten Männern gefällt's. Mir übrigens auch. Ah ja. Und dir? Ja, auch. Ja, ja. Gut, ich bin ja schon fest. Du ja noch nicht. Du suchst ja noch eine tolle Frau. Woher weißt du das? Ah, ja, ich weiß vieles. Spricht sie das rum? Ja, ja. Die Notrufe sind bis zu uns gekommen. Kopf herauf. Also suchst du noch eine, ja? Gut. Adresse gibt's aber nicht bekannt, gell? Nein. Magst du uns sorgen können? So, dieser Begriff, der übrig bleibt, heißt nun blond. 40 Sekunden Zeit. Ruck, zuck. Nicht dunkel, sondern hell. Haare? Weiß, blond. Ja. Ein Punkt. Ja. Es geht hier um, was du auf dem Kopf hast. Haare. Ja. Gut. Und Farbe. Schwarz. Nein. Irgendeine Farbe? Ja. Rot, schwarz. Nein. Ich hab keine Farbe. Nicht deine, nicht deine. Grau. Nein. Sag mal ein bisschen mehr. Von deiner Freundin. Blonde Haare. Ja. Blond. Ja. Blond. Ja. Zwei Punkte. Madonna ist Fußballspieler. Lange draußen. Fußballspieler kann sie auch. Ach sehr, Maradona meine. Blond sucht mal. Ein, zwei Punkte dazu. Sechs Punkte. Also der traut ja viel zu, der Maradona, aber mit Fußball. Sechs Punkte, Herausforderer. Sieben die Champion. Ciao, Rudi. Ciao. Stehst du denn auf Madonna? Nein, kann man nicht sagen. Was für eine Frau stehst du denn? Soll sie eher aussehen wie Hella von Sinnen? Mir wird eher Martina sehr gut gefallen. Martina, also du machst ja so schlank, filigran. Ja, ich habe also nicht so einen absolut festen Geschmack, das muss von der ganzen Person her stimmen. So von innen heraus? Ja, ja auch. Das sieht, ich frage immer die Kandidaten, das sieht man doch gar nicht von innen heraus. Nö, aber ich bin auch gar nicht auf der Suche, ich bin mit meiner Freundin recht zufrieden. Gut, Kopfhörer auf. Gut, lassen wir das auch. Schneller die Kopfhörer auf. Kondor, ich weiß auch nicht. Ich denke, es ist ein schneller Verein. Wenn ich demnächst bei euch an Bord komme, dann mache ich euch erstmal Trapp. Ein Begriff bleibt übrig, für euch gleich. Er hat nämlich den Begriff genommen, Verein. Ihr gleich den anderen. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Ja. Ich spiele im Fußball, Punkt, Punkt. Verein. Ja. Ein Punkt. Der Hamburger Punkt. Hamburger Hafen. Nein. Hamburger Dom. Nein, der Hamburger Sport, Punkt. Verein. Ja. Verein. Ja. Zwei Punkte. Beim Kegeln bist du in einem Club. Anders? Verein. Ja. Drei Punkte. Ja. Du bist Wildwasser und Fahrer. Nee, wie heißt die? Fels, der Verbund? Verband. Nee, Verein. Noch anders? Verein. Ja, da war's. Verein. Hey. Eins, zwei, drei, vier Punkte dazu. Bravo. Zehn Punkte. Ciao, Hella. Martina, stimmt das, dass du Mantas magst? Es stimmt vor allen Dingen, dass ich Marie heiße. Schade eigentlich. Ja, 1-0 für dich, schade, schade, 1-0 für dich. Martina, Entschuldigung, Martina, ein kleiner falscher Versprecher. Marie. Ja. Oder Maria. Wie stimmt das? Fährst du Manta? Nee, ich habe drei gefahren, habe sie auch gern gefahren, aber als dann die Witze überhand nahm, habe ich einen Schrott gebaut. Wie, hast du dich totgelacht beim Fahren oder haben die dir... Ich bin gegen einen Poller gefahren. Ein Poller, ich wohne auch in Poller, aber es war in dem Fall ein Steinhaufen. Ach so, und jetzt ist der Manta... So, der Manta ist platt, der Poller ist platt. Schon mal die Kopfhörer auf. Jetzt kaufst du nie mehr Manta, weil es jetzt so Witze darüber gibt. Nee, ja, nee, vielleicht später mal wieder. Ach so. Aber im Moment nicht. War das ein schönes Auto? Sehr schön, knallgelb mit dem Drachen drauf. Ein Begriff bleibt übrig, heißt Apparat. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Wenn es klingelt, gehe ich an den Telefon. Punkt, Hörer, Punkt. Apparat. Ja. Ein Punkt. Ich schalte den Fernsehpunkt, Punkt ein. Apparat. Ja. Zwei Punkte. Ja, 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 hat sie gesagt. Anderes Wort für Gerät. Mhm. Maschine. Nein. Was gibt's denn noch? Bei der Glotze hängt es manchmal hinten dran als Stecker. Zweiter Teil des Wortes. Decoder. Zweiter Teil des Wortes. Ein anderes Wort für Gerät Fernseh. Ist gesucht. Ja, Gerät. Fernseh, Punkt, Punkt. Fernsehapparat. Das ist nur der zweite Teil. Apparat. Ja. Aber das kam, neuer Schiedsrichter, ne?
Hallo, Herr Schiedsrichter. Er hat Fernseh wiederholt. Ah, so, dann gibt's nur ein, zwei Punkte dazu. 9 Punkte. So, nach 3 Runden. 9 Punkte für die Champions. 10 schon für die Herausforderer. Mal sehen, wie es weitergeht. Sehen wir gleich. Bis dann. Und richtig spannend wird es jetzt in Runde 4 mit Werner. Jawohl, ganz schnell geguckt. 9 Punkte Champions, 10 die Herausforderer. Hier geht's weiter. Marie, ich sag nie wieder Martina. Ich sag auch jetzt nicht Conny, Claudia. Nicht Claudia, sondern Cornelia. Stimmt das, Traumberuf Großmutter? Ja, mein Traum ist halt Hausfrau und Mutter, was ich ja bin, weil ich bin die Mutter von ganz vielen PC-Bären zu Hause. Wie, sammelt ihr sowas? Ja. Wie viel? Gott, wie viel haben wir? Wir können sie nicht zählen. Sie haben alle Namen, aber wir können sie nicht zählen. Aber wir haben alle Namen. Ihr könntet euch noch daran erinnern, wenn ich jetzt sage, die drei und so, wüsstest du noch. Sofort. Was ist der lustigste Name? Der lustigste ist auf jeden Fall der Schnuppel und der Pizzi und der Valentin und... Werner, nenn doch einen Werner. Ihr schon mal die Kopfhörer auf. Werner, wird auch einer. Das ist ein schöner Name. Der nächste wird Werner. Den taufen wir feiern. Und du wirst Pate. Ich werde Pate, jawohl. So. Ich komme vorbei. Was gibt's dann? Was zu trinken? Ein paar Gummibärchen. Definitiv. Die magst du ja auch so gerne. Die roten. Die roten Gummibärchen. Welchen Begriff nimmst du? Alles ist noch möglich. 3 Punkte gibt's für jede richtige Antwort. Ihr müsst halt viele Punkte machen. Tipp drauf. Ganzer Halsdruck. Zuck. Sie nimmt den Begriff Zeuge. Ihr gleicht den anderen. 40 Sekunden Zeit. Ruck, zuck. Der macht vor Gericht eine Aussage. Zeuge. Ja. Einmal richtig. Ich trete in den Punkt-Punkt Stand. In den Richter. Richter. Der Ort ist gut. Den Punkt-Punkt Stand. Gleicher Ort. Vereidigung. Richtig. Der wird auch vereidigt. Zeugen. Zeuge. Ja, eins am Mehrzahl ist egal. Zweimal richtig. Wenn du ein Kind bekommst, dann tust du? Gebären, Geburt. Wenn der Mann dir Schwanger. Das Kind macht, dann? Empfängnis. Nee, Zeuge. Oder Zeugen. Geht auch. Zweimal 3 Punkte. Ja, man kann nicht alles wissen. 15 Punkte. Ciao, Roberto. Roland, ihr habt schon gerechnet. 2 richtige Antworten würden euch reichen. Dann seid ihr im Finale. Wäre auch nicht schlecht. Ist ja nicht verkehrt, ja. Wie viele Kollegen sind jetzt gemein und haben vielleicht vorher gesagt, oh, ihr seid ja blöd, da hinzugehen, gibt es da eine ganze Menge? Oder waren die meisten lieb und nett? Und haben gesagt, ich glaube, wir sind eigentlich recht beliebt bei Condor. Ihr? Ja. Wie seid ihr so ein verrückter Haufen? Ihr schon mal die Kopfhörer auf? Das war ich schon, ja. Ja? Ja. Und die zittern alle mit und freuen sich? Ich hoffe es, ja. Bin mal gespannt, was die Gäste demnächst sagen. Ach, das war doch der damals in der Sendung. Müsste ein Autogramm geben. Also, ein Begriff bleibt übrig, der heißt Turm. 40 Sekunden Zeit, ohne Gesten und Geräusche. Psst, auch ihr. Ruck, zuck. Der schiefe Punkt Turm. Ja. Einmal richtig. Der Henninger Turm. Ja. Das reicht, ihr seid im Finale. Wir gleich mit 16 Punkten zum ersten Mal um 4.800 Mark. Man kann nicht immer gewinnen. Als erstes habe ich euch erstmal ein Geschenk. Jeder von euch erhält MAD, das Spiel um hoffnungslose Verlierer aus dem Hause Parker. Wieder. Morgen dürft ihr noch mal. Bei uns darf man einmal verlieren. Martina hier. Gerda. Cornelia, ciao. Komm, Männer, ab nach vorne. Und wiederum die Chance, 4.800 Mark zu gewinnen. Für die das erste Mal. Ob es klappt, sehen wir gleich. Mark geht es jetzt im Finale von Ruckzuck. Ja, und die von der Condor sind das gewohnt, dass wir Tempo machen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Im Finale 4.800 Mark könnt ihr jetzt gewinnen. Das ist eine. Macht's auch ganz schnell. Schafft er das 6 Mal? Möglich ist alles. Auch bei der Condor hat man die Chance, 100.000 Mark zu gewinnen. Ruckzuck, ihr die Kopfhörer aufsetzen. Chris. So, jetzt könnt ihr wieder... Los, die Kopfhörer. Das müsst ihr doch können. So, Chris. Chris genannt Quiz. Erster Begriff heißt Dr. Chivago. Dr. Chivago ist ein Mann. Ist ein Mann. Ja. Dann wurde das verfilmt, diesen Film. Ist ein Film auch. Dazu gibt es auch das passende Buch. Es gibt auch ein Buch zu. Und Dr. Chivago spielt in Russland. Kann man sagen in dem Fall, es war das alte Russland, Herr Schiedsrichter, gell? In Ordnung so, Werner. Die Sowjetunion gab es ja damals noch nicht. Mann, Film, Buch, Russland. Ach, Oma, schade, was man alles sagen kann. Musik aus, ruckzuck die Kopfhörer ab. Und nach vorne. 100 Mark gibt es in der ersten Runde für jedes Karnevalwort. Jeder nur 5 Sekunden Zeit. Konzentriert euch schön, nicht länger. Der erste Begriff heißt Dr. Chivago. 20 Sekunden insgesamt Zeit. Ruckzuck.
Mann, Filme, Russland, kalt. Sowjetunion, UdSSR, Film, Schauspieler, Schauspielerin. Roman, Buch. Ja, das sucht man noch, das Buch. Fehlermark, erste Runde. Jetzt gibt's 200 Mark für jedes Karnewort. Ruckzuck den Kopfhörer aufsetzen. Haut da hin. Gut, das Film noch. Ja, wunderbar. Gut, dass Film noch als Einzahl kam. Erst sagte er ja Filme, da sind wir ja streng im Finale. Zweiter Begriff heißt nun Parfum. Oder ich sag's mal auf Deutsch Parfüm. Für den Rosenheimer. So, los. Ja, dann fällt mir ein Chanel. Chanel? Ihr denkt an Bordverkauf. Jetzt bin ich mal gespannt, was alle kommt. Chanel. Dior. Dior. Lagerfeld. Lagerfeld. Was haben wir noch? Oh. Was nimmst du? Ja, dann nehmen wir noch Lancôme. Lancôme. Ja, kann man auch nehmen, wenn man muss. Alles zufrieden, Herr Schiedsrichter? Tolle Duftnoten. Ja, es geht. Chanel, Dior, Lagerfeld, Lancôme. Musik aus. Ruckzuck, die Kopfhörer ab und nach vorne. 200 Mark jetzt für jedes Karnewort. Jeder nur 5 Sekunden Zeit. Euer Begriff heißt nun Parfum. Parfüm. 20 Sekunden insgesamt Zeit, Startzeit wie immer, Rock, Zock. Estee Lauder, Chanel, Boss. Ist ein Duft, Opium, Coco. Paco Rabanne, Chanel, Hattrick. Chloé, Lagerfeld, Foto, Job. Ah, es fehlte noch Dior und Lancôme. Hat er vergessen, hat er gesagt, ihr vergessen. Aber 200 Mark, richtig, dazu 800 Mark. So, jetzt passt auf. Diese 800 Mark, den Betrag werden wir jetzt in der dritten Runde vervierfachen. Ihr habt die Chance, 3200 Mark zu gewinnen. Müsst aber alle vier Wörter nennen. Ohne Wenn und Aber. Ruckzuck, die Kopfhörer aufsetzen. Tja, was? Ja, knapp daneben. Knapp daneben. Ist auch vorbei. Aber jetzt geht's noch. Jetzt kommt ein typischer Begriff für Condor-Spezialisten. Dieser Begriff heißt Nähkästchen. Im Nähkästchen habe ich Faden. Das ist ein Faden drin. Ich habe Garn. Garn. Dann habe ich die Nadeln. Ja, sind ja mehrere, ne? Ja. Nadeln. Der Schiedsrichter passt mit auf, weiß ja, wie die manchmal sprechen, ne? Und die Schere. Die Schere. Ist alles okay, gell? Gut geplaudert. Dankeschön. Musik aus. Ruckzuck die Kopfhörer ab und nach vorne. Es geht um 3200 Mark. Einzahl und Mehrzahl ist nicht mehr egal. Es muss genauso kommen, wie er es uns hier vorgeplaudert hat. Wie der Schiedsrichter gesagt hat, jeder nur 5 Sekunden Zeit. Euer Begriff heißt nun Nähkästchen. 20 Sekunden insgesamt Zeit. Ruck, zuck. Nadel, Faden, Schere. Nadeln, Fahne, Scheren, Zwirne. Schere, Faden, Stopfgarn, Garn, Wolle. Ja! Nur Garn! Es kommt nicht. Stopfgarn. Warum so schwer war? 3200 Mark, gleich beim ersten Mal gewonnen. Wir sehen Sie morgen wieder. Wie von Heller von Sinnen auch. Tschüss, Servus, gemeinsam bis dann. Ne? Ciao.